Mich gefreut über dieses Angebot und das war sehr kurzfristig alles. Wir müssen noch über viele Sachen reden, aber ich habe sofort die Bereitschaft signalisiert, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, bei Preußen Münster zu arbeiten, weil ich absolut überzeugt bin, dass hier eine sehr gute Adresse ist, auch für jeder Trainer. Und deswegen denke ich mir, dass das war nicht falsch und ich bin jetzt voll motiviert. Pavel Dotschev, ein alter Fahrensmann ist, will ich mal sagen, ist ein sehr erfahrener Trainer, der Kraft seiner Ausstrahlung, seiner Erfahrung einfach für uns die Überzeugung auch mitbringt, dass wir hier bald wieder in die richtige Spur kommen und Ruhe haben werden. Ich glaube, dass er mit dieser schwierigen Situation gut umgehen kann, dass er auch eine Autorität ist, weil er einfach schon was vorzuweisen hat und weil er ein Fußballlehrer durch und durch ist. Der weiß, wie das Geschäft läuft. Ich glaube, dass ihm Spieler da nicht überraschen können mit irgendwelchen Dingen. Und ich glaube, dass er einfach die Dinge auch so wieder voneinander bringen kann, dass wir erfolgreichen Fußball spielen. Ich bevorzuge ganz klar offensiven Fußball, was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt Hurra-Fußball, unorganisierter Fußball nach vorne spielen wollen. Das wird nicht der Fall sein. Ich will aber trotzdem, dass wir mehr auf dem Platz agieren statt reagieren. Wir wollen schon ein bisschen mehr auch das Tempo vorgeben und auch entsprechend die Gegner damit auch unter Bedrängnis immer stellen. Ich arbeite generell gerne mit jungen Leuten und hier bei Preußen Münster ist jetzt momentan, dass die Mannschaft eine von der ältesten Mannschaften in der Liga ist. Wir müssen zusehen, dass wir auch punktuell die Mannschaft natürlich ein bisschen erfrischen, aber das wäre jetzt nicht so, dass jetzt nur ein Cut gemacht wird und alle jetzt nur jungen Spieler. Wir müssen schrittweise das machen. Ja, ich bin auch sehr leidenschaftlicher Trainer. Ich bin auch authentisch, versuche auch authentisch immer zu sein. Und ich bin ein sehr kooperativer Mann, was die Mannschaft betrifft. Aber ich bin auch sehr, sehr geradliniger, der auch erfolgsorientiert ist. Und ich werde jeder freier Raum ausnutzt oder nicht Disziplin, würde ich natürlich gnadenlos auch handeln. Wir müssen uns in unserer Position Kritik gefallen lassen, wir müssen uns vielleicht auch Beschimpfungen gefallen lassen. Was wir uns nicht gefallen lassen, ist ganz sicher Eingriffe, die unsere körperliche Unversehrtheit beeinträchtigen. Da ist für mich kein Verhandlungsspielraum. Ich erwarte, dass das eingehalten wird von allen, genauso wie wir das einhalten. Ich kann allen nur sagen, dass unsere Anhänger für uns wichtig sind und dass wir den Respekt entgegenbringen. Wir wünschen uns aber auch ein Mindestmaß an Respekt von unseren Anhängern für das, was wir für den Verein tun. Auch wenn das manchmal nicht das ist, was sich jeder wünscht. Wir können da keine Abstimmungsveranstaltung draus machen. Wir müssen verantwortlich handeln. Aber das muss alles, die Kritik dafür muss im Rahmen des Erträglichen bleiben.